Ganz herzlich willkommen zum heutigen Brownberg Lunch in der Baumusterzentrale. Zwei Schalen, ein Ziel. Wir haben im Newsletter haben wir diesen Anlass angekündigt, eben auch mit dem Versprechen, dass es ein System vorgestellt wird, das eine Alternative zu einer Kompaktfassade bietet. Ich denke, damit hat man irgendwie einen Nerv der Zeit getroffen oder es ist sicher mit ein Grund, weshalb wir wirklich schon von Anmeldungen etwas überrannt worden sind. Deshalb so viele Leute hier, rücken Sie nah auf und bitte verzeihen Sie, dass es ein bisschen eng ist, aber es wird sicher auch sehr interessant werden. Das KISMO-System ist eine Entwicklung von der Hochschule Luzern zusammen mit Industriepartnern, eben die Keller Vertriebs AG, und wir haben gleich vier Referenten hier, die Ihnen dieses System näher bringen werden. Das wäre zuerst Mike Pfeiffer, er ist gelernter Maurer, er arbeitet heute bei der Keller Ziegelei, ist da Bereichsleiter für Fassade und Verkauf, und er wird uns in einem ersten Referat mal die Motivationsgründe von der Keller Ziegelei selbst erzählen, weshalb sie dieses System mitentwickelt haben, und er wird auch erklären, wie das System eigentlich überhaupt funktioniert. Danach dürfen wir Uli Harris und Marvin King begrüßen. Uli Harris ist Architekt und er hat an der Hochschule Luzern dieses Projekt geleitet. Das ist homogene Backsteinfassade. Nebst seiner Tätigkeit als Assistent an der Hochschule Luzern hat er sein Architekturbüro Harris und Pappe. Auch Marvin King ist Architekt und auch er hat an der Hochschule Luzern und Technik, Architektur und Technik das Projekt begleitet. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auch im Bereich nachhaltiges Bauen und Sanieren. Nun, Marvin King und Uli Harris, Sie werden zeigen, wie Sie die Forschung angegangen sind, welche Ansätze Sie geprüft haben, und Sie werden auch zeigen, wie dieses System dann untersucht worden ist in Bezug auf verschiedene Aspekte wie Bauphysik, Nachhaltigkeit, Lebenszyklus etc. Das wurde also sehr genau schon geprüft, bevor es jetzt auf den Markt gekommen ist. Wie immer am Brownberg Lunch möchten wir ein konkretes gebautes Projekt zeigen. Es gibt keine Regel ohne Ausnahme. Heute werden wir ein Projekt sehen, das noch nicht gebaut wurde, weil das System ganz neu ist. Es ist ein Mehrfamilienhaus im Murtertal. Der Architekt ist der Philipp Betschart. Auch er hat an der Hochschule Luzern diplomiert und danach als Assistent gearbeitet. Philipp Betschart wird uns dieses Projekt vorstellen, natürlich auch mit einem Fokus auf die Detaillierung dieses Mehrfamilienhauses richten. Soweit von mir. Ich darf das Wort an Mike Pfeiffer übergeben. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Okay. Guten Tag miteinander. Ja, Hochdeutsch. Das durfte ich kürzlich üben. Wir waren an der Baumesse in München. Dort durfte ich eine Woche lang meine Hochdeutschkenntnisse vertiefen. Falls es Patzer oder Fehler hat, bitte ich Sie um Entschuldigung. Ich würde sagen, wir starten. Nicht alles, was gut aussieht, ist auch echt. Was ist echt? Wir sehen auf der linken Seite eine Klinkerverbundfassade. Rechts sehen Sie eine normale Wärmedämmverbundfassade, verputzt. Das heißt, seit Jahren wird 80-90% damit verkleidet. Also wir haben, in der Regel sind es zwei verschiedene Dämmschichten, die aufgebracht werden. Das kennen Sie bestimmt alle.
Was ist der Effekt daraus? Ich war noch in der Migros vorher, musste was besorgen. Also wenn ich ein Gebäude einpacke damit, was passiert? Ist dasselbe, wenn ich... Moment. Dasselbe Effekt. Also was passiert, wenn ich jetzt da zumache? Ich mache es jetzt besser nicht. Also was passiert? Zuerst gibt es Kondenswasser und irgendwann ersticke ich. Dasselbe machen wir mit dem Gebäude. Die Konsequenzen sehen wir, wenn wir unterwegs sind, auf der Straße, im Dorf. Ich musste nicht lange suchen, um ein solches Foto zu kriegen. Also Kondenswasser, Ablagerungen, Schimmelbefall nach kürzester Zeit. Ja, ich bin von der Kellerziegelei. Ich freue mich sehr, Ihnen heute Kismu näher zu bringen. Die Firma Keller ist in der 5. Generation. Und wir machen nicht nur Steine, sondern wir backen die Steine und arbeiten mit System. Unsere Kompetenzen, also wir produzieren die Steine in zwei verschiedenen Produktionswerken. Wir haben ein Fassadeningenieuring. Insbesondere bezieht sich das auf Klinkerfassaden. Die größte Klinkerausstellung der Schweiz befindet sich bei uns in Pfungen. Da können Sie jederzeit durch Voranmeldung besuchen. Fassadensanierungen gehören zu unserem Portfolio. Da sehen wir da unten ein Beispiel. Innenarchitektur, Trennwandsysteme. Ein Beispiel in der Mitte. Raum-in-Raum-Lösungen. Und nicht zuletzt die Innovationen. Innovationen, wir haben eine extra Abteilung, Innovationsabteilung, die es bestrebt, neue Produkte, insbesondere neue Systeme auf den Markt zu bringen. Also wir holen den Markt ab. Was wünscht der Markt? Wohin geht der Markt? Deshalb ist es auch zur Entwicklung gekommen. Also warum die Entwicklung? Wir haben festgestellt, die Architekten, Bauherren, Investoren, vor allem aber auch die Benutzer, wollen weg von dem. Also man will wieder atmen. Die ganzen Lüftungsanlagen, Haustechnik und so weiter. Da sind wir hingegangen und gesagt, okay, was brauchen wir? Brauchen wir ein neues Produkt? Brauchen wir ein neues System? Ja, man hat gerätselt. Es hat dann die Projektgruppe ist entstanden. Da wurden zuerst die Ziele definiert. Bevor man gedacht hat, was soll es werden? Soll es ein Produkt oder ein System werden? Und die Ziele können Sie hier vorne kurz ablesen. Es ist darum gegangen, Mensch und Umwelt soll im Mittelpunkt oder im Zentrum stehen. Wie erreichen wir das? Also es ist ein gesundes Wohnklima gewünscht, hohe Sicherheit. Sicherheit kann im Brandschutz sein, kann in einer robusten Fassade sein. Es soll ökologisch sein. Die Bauphysik soll optimiert werden. Nachhaltig, Schlagwort natürlich, tiefe Lebenszykluskosten, sehen Sie im weiteren Verlauf von der Präsentation noch. Dann natürlich soll es in der Architektur, in der Planung und in der Ausführung einfach in der Anwendung sein, fehlertolerant. Und die Erstellungskosten müssen marktgerecht, marktkonform sein. Weiter ist es dazu gekommen, die Entsorgung des Gebäudes soll bereits bei der Erstellung gelöst sein. Brandschutz. Ich nehme nochmal den Klotz in die Hand. Wenn ich jetzt den anzünden würde, müssten wir alle sofort rausrennen hier. Also, wir haben ein Beispiel auf dem Bild hier. Heute löst man das mit kostenintensiven Brandriegeln, die wir einbauen. Die Haustechnik
hat sich in den letzten Jahren, die Kosten der Haustechnik hat sich in den letzten Jahren um ein Vielfaches erhöht. Intensive Lüftungen und so weiter. Man hat keinen Platz mehr in den Betondecken, weil so viele Leitungen darin sind, die Ingenieure verzweifeln fast. Daraus ist Kismur entstanden. Jetzt eins weiter. Also, wir sehen bewährte Baustoffe neu kombiniert. Das bedeutet, innenwendig das Tragwerk wird mit einem normalen Swiss-Modul hergestellt, wie wir es kennen, wie es jeder Maurer kennt, wie es jeder Architekt kennt. Dann gibt es einen Toleranzraum in der Mitte und außen wird die Dämmung, die beiden Klötze werden ersetzt durch einen Großblockstein, einen ungefüllten Imbrex Z7 heißt er bei uns. Der hat eine Stärke von 36 cm. Natürlich braucht es noch Mörtel dazu. Der Swiss-Modulstein wird mit dem normalen Langzeitmörtel, wie es der Maurer kennt, verbaut. Und der Großblockstein kriegt den Leichtmörtel LM521 und wird normal vermauert. Die Leistungsfähigkeit des Kismur-Systems, also die Tragschale, die ist nach ESSIA geprüft. Die Druckfestigkeiten sind wie beim normalen Mauerwerk mit 8 Newton. Schalldämmwerte sind massiv erhöht worden durch die Trennung. Also gegenüber einem normalen Wärmedämmverbundsystem sind wir um fast 10 Dezibel höher. Wir haben einen sehr guten U-Wert, den wir erreichen. Brandwiderstände sind enorm. Also es benötigt keinen Brandriegel. Die Speichermasse, unser Slogan ist ja auch, Speichern ist mehr als Dämmen. Speichermasse ist hier fast dreimal höher. Und für die Architekten, das fast Interessanteste für die Architekten, die Dilatationsfugen. Also wir kriegen fast 30 Meter am Stück hin, ohne eine Dilatationsfuge. Hier darf ich Ihnen zeigen, wie es aussieht, wenn der Maurer das Ganze verarbeitet. Das Tragwerk ist gebaut. Dann beim Tragwerk wird bereits die Bewehrung eingebaut. Das ist eine normale Lagerfugenbewehrung, wie wir sie kennen. Einfach breiter als herkömmlich. Die wird eingebaut beim Tragwerk. Der Maurer beginnt mit der Verarbeitung der Dämmung. Vollfugig mit dem Leichtmörtel vermauert. Da kann ich Ihnen einen Ausschnitt zeigen beim Fensteranschlag. Hier wurde entschieden, dass der Fensteranschlag in der äußeren Schale eingesetzt wird. Da sind wir sehr flexibel. Sehen wir in diesem Detail. Also im Prinzip können Sie schieben. Der Fensteranschlag kann geschoben werden, beliebig, wie es gewünscht ist. Die Details sind gelöst. Wir haben unser Detailkatalog ist ziemlich ausgereift. Bei diesem Gebäude wurde der Dachrand mit einer U-Schale, also mit einem Ringanker, gemacht, weil das aus statischen Gründen gegen das Kippen gemacht werden musste. Ja, was haben wir erreicht? Mensch und Umwelt stehen im Mittelpunkt. Die Bauphysik wurde optimiert. Low-Tech war im Zentrum, konnte erreicht werden. Die Planung und Erstellung für den Ausführenden und den Planer sind sehr einfach geworden. Es ist alles gelöst. Nicht zuletzt die Fassadensanierungen. Sie können bei einem bestehenden Gebäude die Polystyroldämmung runterschälen und eine Backsteindämmung vormauern. Bauen Sie echt. Besten Dank.
schön. Top. Ist gut. Hört man mich? Ja. Sehr. Mein Name ist Uli Harris. Ich durfte das Projekt für die Hochschule Luzern leiten, für das CCTP an der Hochschule Luzern. Möchte kurz den Bogen ein bisschen aufspannen, wie es überhaupt so weit gekommen ist. Das ist also im Prinzip ein Vorgängerprojekt. Wir haben vor Jahren schon ein kleines Forschungsprojekt mit der Kellerziegelei zusammen gehabt, wo es eigentlich um die grundsätzliche Frage ging, wie kriegt man den Ausdruck von Mauerwerk und von massiven Fassaden wieder kohärent mit dem, was auch tatsächlich gebaut worden ist. Also es ging da um ganz grundlegende architektonische Themen. Wir haben dann zwei prototypische Klinkerfassaden entwickelt und ein bisschen oder sehr viel rumexperimentiert. Das war also sehr interessant. Und haben überlegt, wie geht es dann weiter? Und weiter ging es dann damit, dass wir gesucht haben, wie bekommt man ein konstruktives System aus Backstein hin? Also eben keine Aneinanderreihung von verschiedenen Schichten mit verschiedenen Materialien, mit verschiedenen Eigenschaften und mit verschiedenen Anforderungen, sondern wie bekommt man es hin, wieder aus Backstein zu mauern und im Idealfall nachher sogar Architektur machen zu können. Eben das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Das ist, glaube ich, ein bisschen ein Schlüsselsatz von dem. Wir haben parallel ein konkretes Architekturprojekt Leute aus einem konkreten Architekturprojekt in unserem Forschungsprojekt dabei gehabt, sodass es auch immer wieder Rückkopplungen aus der Praxis gab. Genau, wir haben am Anfang die ganze Bandbreite aufgemacht und haben gedacht, was gibt es überhaupt an Backstein? Wir haben gesucht, wir haben versucht zu katalogisieren, wir haben überlegt, wie werden Steine hergestellt, können wir einen neuen Stein herstellen? Wir haben immer am Anfang die Vision gehabt, wir finden einen neuen Backstein, der alles kann und den vermauert man dann am Stück. Und dann gab es irgendwann eine Sitzung, wo wir gemerkt haben, es ist eigentlich ein Quatsch, es gibt schon alles, wir müssen es einfach neu zusammensetzen. Und dann kamen wir eigentlich wieder zurück zur ursprünglichen Idee, wie kann man ein System erfinden anstatt eines einzelnen Bauteils. Also im Prinzip haben wir mit dem, was es am Markt schon gibt, ein neues System entwickelt und dieses System im Ganzen betrachtet. Das ist eigentlich so wirklich der springende Punkt und der große Unterschied. Das hat natürlich enorme Vorteile, weil die ganzen Komponenten, die es gibt, die sind fertigungstechnisch alle schon vorhanden und sie sind etabliert, am Markt etabliert, auch unter denjenigen, die es nachher verbauen müssen. Also diese breite Auslegeordnung haben wir dann irgendwann verlassen in Richtung eines einfachen Systems. Wir hatten ein sehr interdisziplinäres Team. Interdisziplinarität, da wird ja viel drüber gesprochen, aber ich glaube, wir haben das im Team wirklich ziemlich gut ausgearbeitet. Wir hatten regelmäßige Treffen, wo dann auch wirklich die Leute, die sich dann auskennen, dabei waren. Ich bin Architekt, ich habe überhaupt keine Ahnung von Statik und auch nicht von Bauphysik. Und dafür gab es dann eben die Fachleute, die sind auch heute zum Teil hier. Hartwig Stempfle war derjenige, der die Statik betreut hat. Also wenn es da Fragen gibt, ist nachher sicher auch Gelegenheit für Fragen direkt. Wir haben das System im Prüfstand des CCKI getestet. In dem Fall, das ist also der Mauerwerksaufbau. Hier auf der linken Seite sieht man die Tragschale, die ist oben belastet mit der Simulation einer Auflast, eines mehrstöckigen Gebäudes. Vorne ist die Dämmschale, die ist eben belastet mit der Dämmschale, die oben drüber stehen würde. Also im Prinzip ist es so simuliert, wie es dann in der Realität auch belastet sein würde. Und dann wurden Versuche gemacht, vor allem in Bezug auf die Querkraft, also auf Erdbebenfestigkeit. Rein rechnerisch ist diese Wand statisch belastet und die vordere Wand trägt einfach sich selbst. Sehr interessant war, wir haben die beiden Wände natürlich zusammenbinden müssen, damit das Ganze zusammenhält und haben dafür die von Mike schon erwähnte Mauerwerksbewehrung benutzt, die es auch auf dem Markt schon gibt. Und interessant war, dass diese Mauerwerksbewehrung tatsächlich die vordere Schale, also die Dämmschale, aktivieren konnte im Erdbebenfall. Die Versuche waren also ein wichtiger Teil, nachdem wir erstmal die Auslegeordnung gemacht haben, dann wurde wirklich am Objekt versucht. Hier, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, einfach auch, weil ich kein Statiker bin, aber hier haben wir den Vergleich, das ist also die Referenzwand, einfach die ganz normale, aus 15 cm Swiss-Modul bestehende Tragwand. Und diese zweite Kurve zeigt die Tragwand mit der gedämmten Wand. Also es ist im Prinzip wird hier die Verformung mit der eingeleiteten Querkraft in Relation gesetzt. Das heißt also, der Widerstand gegen die Querkraftverformung ist bei der gedämmten Wand sehr viel höher.
obwohl es eigentlich rechnerisch diese vordere Schale gar nicht gebraucht hätte. Ebenso sieht das Ganze dann nachher aus, einfach genug. Wir haben also quasi den Umweg vom übers Komplizierte hin zum Einfachen genommen. Wir haben, jeweils getestet, also die Tauwasserbildung, also die Tauwasserfreiheit ist nachgewiesen, Kondensatbildung ist ausgeschlossen. Die Konstruktionsdetails sind einmal alle durchdekliniert, auch teilweise in verschiedenen Varianten. Wärmebrückenfrei nachgewiesen, der Schallschutz ist nachgewiesen, der Brandschutz ist nachgewiesen und eben die extrem hohe Speichermasse. Ich gebe an meinen Kollegen Marvin King vom Institut für Gebäudetechnik und Energie. Genau, ich war jetzt etwas schnell, weil ich gerne hätte noch ein bisschen mehr zur Bauphysik gesagt, aber jetzt machen wir weiter. Eben gerade das Thema der Speichermasse ist auch eben wichtig für Themen des Komforts und der Energie. Und man schafft es eigentlich auch über diesen optimalen Feuchtehaushalt im Mauerwerk auch einen höheren Raumkomfort zu erreichen. Und auch das Bild vorher, was man gesehen hat, man hatte eben auch Versuche gemacht des Taupunktes anhand von Simulationen. Und da konnte man eben auch die ganze Schadensfreiheit nachweisen und eben bedingt auch über die Speicherfähigkeit. Wichtig war für uns auch, dass man getestet hatte, ob es eine technische Lüftung braucht. Wir konnten dann auch nachweisen, dass eben keine kontrollierte Lüftung nötig ist, auch eben bedingt über diverse Komponenten der Speichermasse, der Tauwasserbildung, was alles wieder auch zu den anderen Themen, die hinzukommen, des Lebenszykluses. Man braucht weniger Technik, man hat weniger Instandhaltung, Instandsetzungskosten. Das ist also ein Riesenschwanz, der da folgt. Und das konnte man eben mit sämtlichen Kriterien auch bewerten dann. Die Wärmespeicherfähigkeit ist auch relevant im Sommer, wo man dann wieder einen geringeren Kältebedarf hat. Das heißt, die Wärme wird im Mauerwerk gespeichert und dadurch kann sich auch der Raum abkühlen. Ähnlich verhält sich das auch die Situation des Fensters. Mike Pfeiffer hatte es kurz angedeutet. Wir hatten verschiedene Positionen simuliert. Wo sitzt das Fenster und die große Leibungstiefe der Konstruktion ist natürlich auch optimal auch für die Sommersituation, wo man entgegen den Überhitzungsstunden dann eigentlich relativ gut damit umgehen kann. Was heißt, man bräuchte sogar je nach Orientierung auch keinen Sonnenschutz, damit sich das Gebäude nicht aufheizt, was oft bei vielen neuen Gebäuden eben Thema ist. Sogar auch im Winter ist das inzwischen oft problematisch. Wir haben eine Nachhaltigkeitsbewertung gemacht, wo wir die Bereiche Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt, die sind bekannt, das sind die drei Nachhaltigkeitsdimensionen, diese haben wir bewertet und anhand des Standards Nachhaltiges Bauen Schweiz haben wir eigentlich ein sehr brauchbares Instrument gefunden für uns. Wir haben die Kriterien der Gebäudehülle bewertet. Der SNBS leistet da wesentlich mehr für eine gesamtheitliche Betrachtung, auch im Kontext des Gebäudes. Aber wir konnten uns aus diesem Kriterienkatalog auch 11 Indikatoren rauswählen, wo wir die Nachhaltigkeit für die Hülle bewerten konnten. Und interessant hierbei ist auch, dass eigentlich die ganzen Thesen, die wir am Anfang, bevor wir angefangen haben oder in den frühen Phasen hatten, die haben sich dann jeweils im Projektverlauf eigentlich immer mehr optimiert und aus allen Richtungen haben sich eigentlich unsere Thesen oder Hoffnungen, die wir hatten, da positiv belegt. Durch den Vergleich werden immer diese Vergleich mit Referenzsystemen, Einsteinmauerwerk, Wärmedämmverbundsystemen, haben wir gemerkt, man muss teilweise auch neue Kriterien dazu nehmen, wie eben auch der Statik. Unser System hatten wir das Ziel gesetzt, 5, 6 Geschosse. Deswegen kann man es ja nicht direkt zum Beispiel mit einem Einsteinmauer vergleichen, wo man nach 1, 2 Geschossen im einfachen Wohnungsbau gut mit auskommt. Dann haben wir eben die Kriterien jeweils auch für Bauphysik hinzugenommen.
wo zum Beispiel das Einstein-Mauer war, hatte oft Probleme, wenn es um Schallschutz geht, oder eben auch Komfortthemen in der Ecke, weil einfach auch zu wenig Masse da ist. Und so konnte man eigentlich über verschiedene Indikatoren auch die gesamte Nachhaltigkeit der Gebäudehülle bewerten. Das Thema graue Energie, das ist auch oder wird immer mehr Thema. Das heißt, wie viel Energie steckt in den Bauteilen für die Herstellung, aber auch für die Entsorgung der Bauteile. Und da haben wir auch die verschiedenen Referenzsysteme jeweils verglichen. Und jetzt betrachtet man mal Beispiel Wärmedämmverbundsystem mit unserem System. Da ist das, was jetzt hier gelb ist, ist die Wärmedämmung, das ist das EPS. Im Laufe des Lebenszyklus von 90 Jahren wird zum Beispiel nach 30 Jahren die Wärmedämmung und der Putz und die Trägerschicht ersetzt. Und diesen Zyklus, der findet ja zweimal statt. Und dann schafft man es eigentlich mit dem System, was wir haben, die graue Energie, um gut die Hälfte einzusparen, nur schon durch die Erneuerungszyklen und der Langlebigkeit der Bauteile. Also das spiegelt sich jetzt nicht nur in der Ökonomie wider, sondern auch in der Ökologie. Und das sind eigentlich die handfesten Kriterien, die da sehr positiv wirken. Lebenszyklusbetrachtung kommt auch immer mehr, dass man nicht nur die Erstellungskosten anschaut. Das heißt, man allgemein bekannt, wenn man ein Gebäude baut und man betrachtet den ganzen Lebenszyklus, sind das lediglich 20% der gesamten Kosten im Lebenszyklus. Das heißt, 80% der Kosten entstehen eigentlich erst nach der Fertigstellung des Gebäudes, nämlich in der Nutzungsphase und auch nach der Entsorgung und im Betrieb. Und das ist natürlich eine immense Zahl. Was heißt, wenn man jetzt hier die Instandsetzung anschaut, das ist dieser rote Teil, das passiert eigentlich erst, wenn das Gebäude fertiggestellt ist, über die Erneuerung und Austausch der Teile, auch jetzt fürs Gesamtgebäude, die Haustechnik, wo relativ viele Zyklen entstehen. Und auch da schneidet das System eigentlich sehr positiv ab zu anderen Vergleichssystemen. Wenn man jetzt eher in die Kosten geht, der Fassade, sieht man eigentlich schön diese Zyklen jetzt auf dieser Grafik, die rote Linie. Das sind diese Zyklen, die nach 30 Jahren, das ist so eigentlich der Standard, wo man sagt, da passiert eigentlich die Erneuerung und der Austausch der Teile. Und unser System ist eigentlich lediglich nach 45 Jahren frühestens der Austausch von dem Putz und der äußersten Schicht. Die sind natürlich marginal, die Kosten, die da entstehen im Vergleich über den Lebenszyklus zu 90 Jahren. Und diese geringe Diskrepanz zwischen Erstellung von den Vergleichssystemen, die ist relativ schnell nach dem ersten Zyklus eigentlich schon wieder aufgebraucht, was jetzt die Kosten angeht, der Fassade. Betrachtet jetzt mal das gesamte Gebäude, vorher war das nur die Kosten der Hülle, auch ohne Diskontierung. In der Wirtschaft rechnet man immer nach der Barwertmethode, was heißt, die Kosten, die in 90 Jahren oder in 60 Jahren anfallen, die sind so weit entfernt, dass sie in der Regel viel weniger Einfluss haben auf die Gesamtkosten im Lebenszyklus. Das heißt, es relativiert sich, das, was man vorher gesehen hat, diese große Diskrepanz der Kosten, das relativiert sich ja wieder relativ schnell, weil eben in 90 Jahren über die Zeit, über die Diskontierung spielen diese Kosten gar nicht mehr dann so eine große Rolle. Hier kann man fairerweise sagen, dass zum Beispiel das Gelbe, das sind die Betriebskosten über den Wärmebedarf, den wir in unserem Gebäude haben, der ist vielleicht marginal höher, weil wir jetzt mit einer Fensterlüftung gerechnet haben im Vergleich zu einem Lüftungssystem. Aber das ist eigentlich kaum der Rede wert, wenn man jetzt das Gesamtgebäude betrachtet, sind auch die Erstellungskosten sogar des Gesamtgebäudes. Wir haben dort ein Zürcher Indexhaus, HOMOS, das ist so das Standardhaus, um mal die Gesamtkosten des Gebäudes zu betrachten. Und das sind sogar die Erstellungskosten niedriger, weil man auch auf die Gebäudetechnik schon da auch einzelne Positionen verzichten kann. Und im Gesamttotal sind wir eigentlich bei den Gebäudekosten über den Lebenszyklus betrachtet auch mindestens 8% tiefer als das Vergleichssystem.
es ist noch nicht das Ende jetzt, aber ich möchte mich trotzdem schon bedanken bei unseren Wirtschaftspartnern, weil nur eigentlich mit dem Team ist es eigentlich möglich, der Wirtschaftspartner und auch unseres Teams der Hochschule, so ein komplexes Projekt zu bewältigen. Und in dem Zusammenhang möchte ich jetzt gerne an den Architekten Philipp Betschart übergeben. Vielen Dank. Ich möchte euch begrüßen zu meiner kurzen Präsentation. Ich möchte euch das Mehrfamilienhaus Goldblankstraße im Muttertal vorstellen. Für diejenigen, die das Muttertal nicht so gut kennen, das ist ein kleines Dorf im Kanton Schwyz mit ca. 3500 Einwohnern. Hier noch ein Bild vom Hausberg, um den Ort ein bisschen besser zu fassen. Hier ist das Dorf entlang der Straße und dem Bach und man sieht so, es ist wirklich ein Tal umgeben von Bergen. Die Siedlungsstruktur ist eigentlich so, dass sich das ganze Dorf entlang dieser Straße entwickelt hat, zwischen dem Fluss, der Namensgeber ist dieses Tales. Und es ist eine sehr kompakte Siedlungsstruktur mit im Norden und Süden Landwirtschaftsgebäuden und Betrieben. Unser Projekt, der Perimeter ist eigentlich hier. Es ist eine Abfolge von Bauernhäusern, die zusammen mit dem Stall und den Wohngebäuden Einzelhöfe bilden und sich zu einer Einheit zusammenfügen. Geplant war eigentlich am Anfang zwei Gebäude. Ein Gebäude, das den Hof wieder abschließt, und ein Gebäude, das sich mit dem Hof an den Hof anschließt. Leider hat sich die Bauherrschaft aufgrund des größeren Baubooms in unserem Dorf dazu entschieden, nur das hintere Gebäude zu bauen und mit dem noch abzuwarten, weil das ein Mietobjekt ist. Was hat uns an diesem Ort interessiert? Wir haben uns vor allem mit den Grundrisstypologien der regionalen Gebäuden auseinandergesetzt, vor allem auch die Korridortypologien mit den Lauben. Was kann die Laube leisten? Wie möchten wir sie neu interpretieren? Und wie können wir zum Beispiel die Ständerbauweise von den Holzbauten aus der Region neu interpretieren? Leider hat sich dann die Bauherrschaft entschieden, kein Holzgebäude zu bauen, weil sie in einem Holzgebäude groß geworden ist und es nicht so toll fand. Und wir haben dann versucht, eine Alternative zu finden, die aufgrund meiner Tätigkeit an der Hochschule auf dieses KISMUR-System gekommen ist. Und das ist der momentane Projektstand. Wir sind im Bauprojekt. Man sieht hier, das sind die Lauben, die Balkone und die Erschließungslaube und dazwischen der Gebäudekörper, wo eigentlich die Wohnung ist. Das ist die Nordfassade, wo, wie Marvin schon erwähnt hat, wir eigentlich keinen Sonnenschutz haben. Im Grunde sieht man das System ein bisschen besser. Wir haben eine Laubensituation, wo die Erschließung funktioniert und das Waschen, wie es früher immer war. Man hat in der Laube Wäsche getrocknet, man hat Sachen getrocknet oder sich zum Beispiel Ablageflächen und solche Sachen, die man heute nicht mehr so braucht, genutzt. Wir haben im Süden die Balkonschicht, die eigentlich wie das Gegenstück zur Erschließungslaube ist. Und in der Mitte der Mittelgang, der auch der Empfang und auch hier das Büro, wie das Entree in das Gebäude ist. Wie man hier schön sieht, haben wir hier das KISMUR-System, was außen durchgeht, weil aus bauphysikalischen Gründen das Treppenhaus auch im Dämmperimeter sein sollte.
noch ein Schnitt zum Verständnis, dass durch das Treppenhaus, wir haben hier außenliegende Tragstruktur, die eigentlich die nördlichen und südlichen Lauben tragen. Als Ergänzung noch die Fassade beim Wohnen mit dem System. Während der Entwicklungszeit seit der Machbarkeitsstudie hat sich die Bauherrschaft unterschiedliche Sonnenschutzsysteme vorgestellt. Wir hatten am Anfang Jalousien, dann Schiebeläden und jetzt sind wir bei den Storen. Und dementsprechend hat sich der Anschlag des Fensters je nach System immer wieder geändert. Momentan ist das der Anschlag, den wir vielleicht bis nächste Woche noch haben. Und es ist eigentlich, das Fenster ist angeschlagen auf der Dämmebene und wird eigentlich innenseitig verkleidet mit ringsumlaufenden Holzverkleidungen. Im Schnitt sieht das Ganze so aus, wir haben das so angedacht, dass wir einen Betonsturz, eine Betonbrüstung haben. Der Sturz trägt auch die Wand, also unsere Dämmschicht. Und das Fenster wird dann innen angeschlagen. Bei der Laube sieht das Ganze anders aus, weil es nordseitig ausgerichtet ist, brauchen wir keinen Sonnenschutz und dort wird das Fenster direkt an die Betonstirne angeschlagen und die Stützen übertragen dann die Kraft auf das Fundament und den Betonsockel, den wir im Erdgeschoss haben. Vielleicht noch zum Rückblick, das ist ein Bild vom Hausberg in die andere Richtung. In dieser kurzen Phase, wo wir mit diesem System gearbeitet haben, hat sich herausgestellt, dass sehr, sehr viele Möglichkeiten von Detaillösungen gibt. Man kann das Fenster innen anschlagen, außen anschlagen und es gibt für alles schon ein System, man muss eigentlich fast nicht mehr neu erfinden. Und ich bin gespannt, wie das Projekt dann zu Ende kommt und hoffe, dass es dann am Schluss auch für die Bauerschaft ein tolles Haus wird. Danke vielmals. Ja, auch von unserer Seite, von der Baumusterzentrale aus, ganz herzlichen Dank an die vier Referenten, Mike Pfeiffer, Uli Harris, Marvin King und Philipp Betschardt. Ihnen ganz herzlichen Dank fürs Vorbeikommen und lassen Sie mich auch nochmals ganz herzlich bedanken bei der Kellerziegelei. Die Kellerziegelei sind Aussteller bei uns, sie sind Hauptsponsor bei uns und sie ermöglichen damit eben auch, dass wir als Baumusterzentrale so arbeiten können, wie wir das machen. Wir wünschen Ihnen einen ganz schönen Nachmittag und auf Wiedersehen. In drei Wochen gibt es dann eine Glasausstellung bei uns. Es gibt viele Umbauarbeiten. Wir hoffen, dass wir Sie dann und wann wieder hier begrüßen dürfen. Auf Wiedersehen.